Gut, wie er den Gang entlang kam, er kam halt sehr, sehr langsam, sehr ängstlich, so würde ich das mal beschreiben. Und ich glaube, dass er schon gewusst hat, was jetzt passieren könnte, weil er hat gezittert, hat auch eine sehr zitterige Stimme gehabt, wie er mit dem Mahmud gesprochen hat. Und ich denke, dass er wusste, was auf ihn zukommt. Weil das war für uns als Passagiere schon ein bisschen erschreckend, den Piloten so zitternd und so ängstlich da stehen zu sehen. Das war ein schlimmes Bild. Und vor allen Dingen, weil sie ihn dann auch so erniedrigt haben. Er musste sich halt hinknien. Und dann haben sie ihn immer wieder gefragt, ob er schuldig ist oder nicht schuldig. Und der Mahmud, der Anführer der Terroristen, der hatte seine Mütze auf, die Mütze vom Piloten. Und das war schon sehr erniedrigend. Da musste er sich hinknien. Und dann hat er ihm ins Gesicht geschlagen, dann flog der Kopf zur Seite und in dem Moment hat er ihm in den Kopf geschossen.